Hi Leute und damit ein herzliches Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge von Sword Art Online Integral Factor. Schön, dass ihr auch wieder bei dieser neuen Folge eingeschaltet habt. In der letzten Episode haben wir die 27. Ebene abgeschlossen und nun kommen wir also auf die 35. Ebene. Das heißt, wir machen wieder einen größeren Sprung. Und wie bei jeder Ebene wird es so sein, dass wir einen Story-Part haben, einen Quest-Part und einen Boss-Part. Und heute kommt im Grunde genommen der Story-Part. Damit würde ich sagen, legen wir los mit der Story der 35. Ebene. Koaru und Flui haben die 35. Ebene erreicht und sehen dort Litten, welche einer ihrer Mitglieder an eine kleine Gilde verliert. Als die beiden Litten ansprechen, erzählt sie davon, dass nach den Ereignissen in der 25. und 27. Ebene viele die Gilde verlassen haben. Einige von ihnen, die noch in der Gilde sind, wollen eine Verschmelzung mit der DKB. Deswegen verschwinden auch viele aus der Gilde und schließen sich entweder der DKB an oder machen ihr eigenes Ding und machen dann eine kleine Gruppe auf. Litten hat viel zu tun, dadurch, dass sie das alles managen muss. Sie macht sich Sorgen über die Zukunft der Gilde. Um sie aufzubauen, wollen Flui und Koaru Litten zum Level mitnehmen, um sie ein wenig abzulenken. Als sie durch den Wald gehen, bemerken sie, dass man sich in diesem Wald relativ schnell verlieren kann. Damit sie auch nicht verloren gehen, schlägt Koaru vor, dass sie Händchen halten, damit sie auch nicht verloren gehen. Nachdem Flui und Litten zugestimmt haben, gehen sie weiter durch den Wald, als sie plötzlich einen Schrei hören. Als sie ankommen, sehen sie Silica und Pina, welche von Monstern angegriffen werden und versuchen ihr zu helfen. Doch die Monster sind zu stark und Litten wird sogar schwer getroffen. Doch Flui kann ihr nochmal rechtzeitig helfen. Plötzlich wird Pina ebenfalls schwer getroffen und liegt nun verletzt am Boden. Plötzlich taucht ein weiterer Spieler auf, welcher ihnen hilft, gegen die Monster und sie zu besiegen. Er scheint sich auch auf dieser Ebene ziemlich gut auszukennen. Gemeinsam besiegen sie die Monster. Aber Pina ist vergiftet und bekommt kaum noch Luft. Selbst ein Gegengriffkristall, als sie diesen verwenden, bringt nichts. Doch plötzlich erhält Silica eine Questbenachrichtigung. Wenn sie die Vergiftung aufheben will, dann muss sie in die Stadt kommen und Medica treffen, welche die Vergiftung aufheben soll. Auch ein Timer ist an der Quest angebracht. Das bedeutet, Silica hat auch nur eine begrenzte Zeit, um Pina zu retten. Als sie losstürmen möchten, werden sie von dem Spieler aufgehalten. Er kennt sich gut in dem Wald aus und möchte Silica in die Stadt begleiten. Litten scheint ihn auch ebenfalls gut zu kennen. Er scheint öfters mal der ALS ab und zu mal zu helfen. Wir erfahren nun auch seinen Namen, Morte. Für die Leute, die sagen jetzt, wer? Keine Sorge, ihr werdet noch erfahren, wer das ist. Und die Leute, die Sword Art Online Progressive, den Manga bzw. Light Novel kennen, werden sagen, ah ja, ich weiß schon, wer das ist. Für die Leute, die jetzt nicht Progressive kennen, keine Sorge, ihr werdet den noch kennenlernen. Als sie in der Stadt ankommen, treffen sie auf Medica, welche Pina untersucht. Sie stellt fest, dass es ein besonderes Gift ist und dass man es heilen kann. Dafür braucht man aber extrem seltene Items. Und sie glaubt, dass Silica das nicht allein schaffen wird. Aber die anderen wollen Silica helfen, die Items zu finden. Zuerst sollen sie erstmal 3 seltene Items finden. Und das letzte Item, was sie danach brauchen, soll sehr speziell sein. Aber sie sollen erstmal die 3 anderen Items suchen. Pina soll in der Obhut von Medica bleiben und der Rest macht sich auf den Weg, die Items zu finden. Sie suchen die erste Zutat und treffen dabei auf einen Gärtner, welcher ihnen hilft. Er meint, dass man diese Zutat aus Bäumen bekommt, dafür bräuchte man aber einen starken Axtträger, um den Saft daraus zu bekommen. Da alle von ihnen keine Axtträger sind, entschließen sie sich, einen anderen Weg zu suchen. Litten kommt auf die Idee, die Käfermonster zu besiegen, da sie eventuell diesen Saft in sich tragen und dadurch das Item droppen. Als sie
nach einiger Zeit viele Monster davon besiegt haben, kommt aber nicht das gewünschte Item. Morte schlägt dann vor, eine deutliche stärkere Variante von diesem Käfer zu besiegen, da dieser dann der Anführer ist und dieses größere Käfermonster dann eventuell diesen Saft in sich trägt. Als sie tatsächlich den Anführer dieser Käfer finden, können sie ihn tatsächlich auch besiegen und das Käfermonster droppt tatsächlich auch das gewünschte Item. Sie suchen weiter nach den beiden restlichen Items, doch es scheint doch schwieriger zu werden als gedacht. Um sie zu besprechen, um den Kopf auch klarer zu bekommen, wollen sie zurück in die Stadt, um dort etwas zu essen. Sie kommen in ein Restaurant an, wo es frisches Gemüse gibt aus dem Wald. Plötzlich kommt auch Asna und Lisbeth dazu. Sie sind ebenfalls in diesem Restaurant, um etwas zu essen. Lisbeth und Litten kennen sich auch ziemlich gut. Denn Lisbeth war diejenige, die Littens Rüstung gebaut hat und sie sind ebenfalls gut befreundet. Asna hilft währenddessen Lisbeth bei einer Quest, wo es darum geht, ein vergiftetes Schwert herzustellen. Auch wenn Lis kein großartiger Fan ist von vergifteten Waffen, da sie meist fürs Picane benutzt werden. Während Asna Lis hilft, kümmert sich Lifa für die Aufgaben in der Kyobin. Eine Kellnerin kommt an ihren Tisch und bietet ihnen an einen Tee an, welcher gut für die Gesundheit sein soll. Doch er riecht irgendwie komisch und alle lehnen ab. Doch da die Kellnerin traurig guckt, will Louis den Tee probieren. Kuaro will ihm dabei helfen, ebenfalls die Tasse auszutrinken. Als die beiden den ersten Schluck nehmen, bemerken sie, dass der Tee viel zu bitter ist. Louis und Kuaro beratschlagen sich, wie sie es schaffen sollen, den Tee auszutrinken. Louis will ihn mit einem großen Schluck einmal austrinken. Doch als er das tut, fällt er tatsächlich kurze Zeit später auch in Ohnmacht. Als er wieder aufwacht, sind die anderen besorgt um ihn. Die Kellnerin ist absolut begeistert darüber, da sie glaubt, dass Louis den Tee so sehr mochte, dass sie ihn mit einem Schluck ausgetrunken hat und stellt ihm deswegen noch eine weitere Tasse erneut hin. Daraufhin fällt Louis wieder in Ohnmacht. Draußen in der Stadt erfahren Lis und Asna über die Quest von Kuaru, Louis, Silica, Litten und Morte, welche sie machen. Die beiden wollen Pinar helfen und Pinar retten. Sie laufen durch den Wald. Silica guckt sich auf ihrem Kristall die Bilder, die sie mit Pinar gemacht hat. Sie macht sich Sorgen und will sich gar nicht vorstellen, dass Pinar stirbt. Plötzlich wird der Kristall aus ihren Händen von einem Affen gestohlen und die Gruppe läuft hinterher. Morte kann ihn tatsächlich stoppen und ihn besiegen und den Kristall wieder zurück zu Silica bringen, welche sich bedankt. Sie laufen weiter und treffen auf Shivata, welcher mit seiner DKB versucht, Litten davon zu überzeugen, zur DKB zu wechseln, aber Litten ist sich noch unsicher und lehnt das Angebot erstmal ab. Nachdem sich Shivata entschuldigt, verschwinden sie auch wieder. Kuaru fragt Litten, warum sie das Angebot von Shivata nicht annehmen möchte. Doch sie kommt gar nicht dazu, den Grund zu nennen, denn plötzlich hören sie einen Hilfeschrei und rennen los. Es war ein Spieler, welcher verfolgt wird. Es kommt ein weiterer Spieler hinzu und sie glauben, dass er ein Pikeer ist. Flui kämpft gegen ihn, doch der Mann mit den Zweihandschwert ist extrem stark. Asna glaubt, dass er sogar stärker ist als Kirito. Flui wird in die Enge getrieben, doch dann kommt ein weiterer Spieler hinzu, welcher ihn erzählt. Derjenige, der Flui angegriffen hat, hat ihn beschützt vor dem Pikeer. Und der eigentliche Pikeer ist derjenige, der um Hilfe geschrien hat. Der Pikeer kann tatsächlich fliehen und Flui entschuldigt sich für das Missverständnis. Irgendwie scheint er Flui auch zu kennen und verschwindet aber wieder. Flui und Kuro sind aber ziemlich verwirrt, dass diese Person Flui kennt. Da es langsam dunkel wird, entschließen sie sich zurückzugehen und in die Stadt zurück. Doch vorher möchte der Spieler sich bedanken für die Hilfe, dass sie ihn gerettet haben. Und da er hört, dass sie auf der Suche sind nach seltenen Items, schenkt er ihnen das Ziegenhorn. Es ist sogar das Ziegenhorn, was sie brauchen für die Quest. Und da sie nun alle Items zusammen haben,
gehen sie wieder zurück in die Stadt. Denn nachdem Morte den Affen besiegt haben, haben sie nämlich auch die Affenfussel bekommen, welche sie ebenfalls halt für die Quest brauchen. Als sie wieder in der Stadt sind, geben sie die Materialmedika, welche ihr erzählt, dass sie noch das Blut der goldenen Chimera brauchen. Diese gab es einst im Wald, doch sie wurde getötet. Doch im Kloster der Gelehrten soll sich noch eine weitere Chimera befinden. Diese wird nämlich dort gezüchtet. Aber es soll sehr schwer sein. Dennoch wollen sie zum Dungeon, denn sie wollen nämlich Pina retten. Sie wollen in der Früh aufbrechen und... Doch bevor sie ein Schläfchen machen will, Lies noch einmal mit ihrer besten Freundin Litten reden. Sie will von ihr wissen, warum sie sich nicht der DKB anschließen möchte. Litten erzählt, dass sie sich gerne der DKB, also Schiefertas Gilde, gerne beitreten würde, aber sie hat der ALS viel zu verdanken und kann ihr einfach nicht den Rücken kehren. Besonders weil ihr der ALS geholfen hat, als es ihr besonders schlecht ging. Und deswegen kann sie nicht einfach den 31er machen, wie sie meint, und einfach den Rücken kehren. Asna meint, dass sie auch geglaubt hatte, dass sie immer mit Kirito an ihrer Seite kämpfen würde. Doch dann hat sie sich der Kyubi angeschlossen und gemerkt, dass es ihr gut getan hat. Sie meint, dass es gut ist, neue Erfahrungen zu machen. Und es heißt ja nicht, dass sie mit den Leuten nicht mehr befreundet ist. Asna meinte, es ist gut, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Am nächsten Morgen brechen sie dann zusammen zum Kloster auf. Als sie beim Kloster ankommen, hören sie einen Schrei von der Chimera. Flui wird von diesem Schrei so sehr erschreckt, dass sich sogar Koharu von dem Schrei von Flui erschreckt. Sie machen sich zum Kampf bereit und kämpfen gegen die Chimera. Mit einer Switch-Combo von Silica und Litten können sie das Monster tatsächlich auch besiegen und schließlich das wichtige Item erhalten. Als sie den Dungeon verlassen, schlägt Morte vor, dass sie sich eventuell ein bisschen ausruhen sollten. Alle nehmen auf der Matte von Asna Platz. Morte meint, sie könnten all ihre Items rausholen, um zu schauen, was sie so erreicht haben. Und das tun dann jedenfalls alle. Morte hat einen Tee gemacht und gibt jedem eine Tasse. Doch es ist Paralyse-Tee und alle werden paralysiert. Morte war die ganze Zeit an dem Fussel-Item interessiert. Denn dieses Item existiert nur ein einziges Mal auf der gesamten Ebene. Und man kann es entweder für die Medica-Quest verwenden oder für die Giftdolch-Quest nutzen. Morte haut mit den gestohlenen Items ab. Doch nur kurze Zeit später können sie wieder aufstehen. Scheinbar hielt die Paralyse nicht wirklich sehr lange und sie gehen Morte hinterher. Tatsächlich gelingt es ihnen, ihn einzuholen. Doch Morte hat seine Mitglieder von Love and Coffin mitgebracht. Unter anderem Zaza und Johnny Black und einige andere Mitglieder. Und diese kämpfen nun gegen Fluis Gruppe. Doch dann tauchen Kirito, Shinon und Argo auf. Durch Argos neue Ninja-Skill kann sie tatsächlich einige Mitglieder ausschalten. Morte erkennt, dass seine Situation deutlich verschlechtert hat und haut ab. Aber dieses Mal können Flui und Co. ihn aufhalten. Morte will ein Duell mit Flui, welches tatsächlich ausgeglichen wirkt. Doch mit einem fiesen Trick kann Morte ihn paralysieren. Doch in letzter Sekunde kommt der geheimnisvolle Kämpfer, welcher... Er erzählt, dass er auf der Jagd ist nach Love and Coffin und dass er ein guter Freund von Still ist. Außerdem erfahren wir nun auch seinen Namen, Typhon. Gemeinsam können sie ihm Einhalt gebieten. Shinon trifft ihn sogar mit einem Giftpfeil, doch dank Zaza und Johnny Black kann er nochmal fliehen. Kirito kommt dazu und meint, dass sie gemeinsam in die Stadt gehen sollten, um alles zu erklären und zu reden. Zurück in der Stadt angekommen, erzählen nun alle, was sie erlebt haben. Fluis Gruppe erzählt, dass sie dabei sind, im Grunde genommen Pina zu retten. Und von Kirito, Shinon und Argo erfahren sie, dass sie im Grunde genommen Love and Coffin und ihre Aktion beobachten. Da nun Mord im Grunde genommen mit den Items verschwunden ist, scheint es das Ende zu sein für Pina. Doch dann hat Flui eine Idee. Er nimmt eine Flasche von Shinons Gift, welche sie für ihre Pfeile getränkt hat, und geht damit zu Medica. Und tatsächlich kann Medica aus diesem Gift tatsächlich Medizin für Pina herstellen. Asna meint, dass es scheinbar zwei Wege gab, um Pina zu heilen. Tatsächlich wird Pina geheilt,
Tatsächlich wird Pina geheilt und Celica bedankt sich für die Rettung von Pina und dann trennen sich auch alle und wollen sich dann beim Bosskampf wieder treffen. Ja, das war also die Story der 35. Ebene. Könnt ihr natürlich gerne wieder eure Meinung in den Kommentaren schreiben. Was ist eure Meinung zu der Story? Und dann gibt es nächste Woche dann den Quest-Part. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Falls euch das Video gefallen hat, so gebt doch dem Video einen Daumen nach oben. Schreibt gerne einen Kommentar. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert und aktiviert die Glocke, um kein Video mehr von mir zu verpassen. Ich sage bis dahin und ciao, euer Flui.